Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, hier haben wir aufgehört und wir müssen dann mal zurück zum Bollwerk. Ich hoffe, der Typ kommt mit und dass der nicht auch noch rumbackt. Aber ich denke, für einen Einarmigen rennt er ganz gut. Gut, das sollte es ja auch nicht beeinflussen. So, dann wollen wir mal den Panzer in der Wand sprengen, damit die ihr sicheres Zuhause verlieren. Irgendwie so. Was muss ich jetzt machen? Muss ich da hingehen? Okay. Bitte sehr. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Ja. Dann Plasmakanone. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiezelle freizulegen. Es klappt! Sehr gut. Ich greife euch an. Ich bin anscheinend nicht so freundlich. Nichts explodiert. Tja, ja, müssen wir eben weiterschießen. Direkt. Ich treff doch. Okay. Mache ich was falsch? Ich habe was falsch gemacht. Dann sollten sie nicht so ein großes Ziel-Icon dahin machen, wenn ich da drunter schießen soll. Na, was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen belagern. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt bestimmt schon, nicht. Macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Dekote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Nee, ich glaube, ich verwechsel hier nix. Nimm diesen Krüppel mit. Hey, sowas sagt man nicht. Ja, dann wollen wir mal direkt auf den Anführer zielen. Oh, nicht mal das habe ich erschießen dürfen. Schön ausweichen. Oh je, das wird teuer. Sind die jetzt nicht noch besser geschützt? Ich finde, das geht immer noch. Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tekote. Jetzt musst du zu Hikaru. Niemals. Niemals, wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr seid nicht sicher. Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Gut, das ist ein Argument. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein. Ja, mit mir an eurer Seite. Keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Er überlegt noch. Überlegen. Schickt sie. Sehr gut, danke schön. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsklans in der Arena. Ich glaube, der muss dringend kacken. Na gut, wir haben unser Ziel erreicht. Gut Wobei, gemacht, wenn ich es mir recht überlege, ich muss auch mal aufs Klo. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tekotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, alles gut. Mach ich vielleicht. Dann ja, eben vielleicht. Erstatte Bericht bei Hikaru. Sehr gut, macht es. Wir sehen uns zu Kulrut. Gut. Ja. Willst du noch einen Kuss oder warum starrst mich so an? Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Ich bin das Wunder. Ich mag die Gesichtsbemalung. Hat doch irgendwas. Hey, das ganze Wetter hat sich wieder vielleicht verändert. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht. Ja, gleich. Suchen. Gera. Nee, gut. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche.
Da ist zumindest mal eine neue Quest. Lasst den Aufzug... Achso, der ist schon unten. Lasst den Aufzug emporsteigen. Der Schnee dämpft alle Geräusche. Ja. Ist doch gut. Ich kenne das immer als richtiges Rumgematsche, wenn man so schön im Schnee versucht voranzukommen. Hi, ich habe euch angegriffen. Aber keine harten Gefühle, was? Ja, ich bin ziemlich mutig, sowas Dämliches zu machen. Wieso brauchen wir eine Kuh? Die Kote sollte wohl besser aufpassen, was ihr sagt. Jo. Ihr solltet alle aufpassen, was ihr sagt. Wir handeln. Okay, wir handeln. Was hast du denn jetzt? Einen guten neuen Bogen. Gut sei dahingestellt. Ah, da fehlen mir immer noch Krallenschreiter-Zirkulatoren. Ich wusste, da war was. Oh nee, jetzt ist er da oben. Die mir die Quest geben will. So. Bonjour, wie kann man helfen? Bist du Kaplanin Gera? Cotallo sagte, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Die bräuchten eine neue Mauer. Mauerbrecherin, Tecote ist stolz, unter dem Staub des Bollwerks zu begraben. Ich hab nur... Ganz ruhig. Viele im Clan stimmen dir zu. Und wieso Marshall nicht alle? Wollen die aus Maul? Da ist etwas, bei dem du helfen kannst. Ein Sehr paar gut. Soldaten sind ihm zur Gesandtschaft in Fahrlicht gefolgt, entgegen Tecotes Befehlen. Ja, ich weiß, dass Cotallo zuletzt ankam, mit nur wenigen Vertretern des Himmelsklans. Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tecote sie zu einem alten Wachturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten, Tecote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Darf ich was töten? Um Tecote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geht ja, zu den kalten Kaupen, einem Flussgebiet im Westen. Der Wachturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Ivan. Auf zu den kalten Kaupen. Ja. Viel Glück. Danke. Danke, ist gleichfalls. Die Fremde kann euch noch was ganz anderes zeigen, wenn ihr nicht sofort die Klappe haltet. So, dann haben wir eine neue Quest. Ja, müsst nicht alle dasselbe sagen. Nicht zum Gedenkhain. Da oben. Oh, die berühmte Nora. Ja, sehr berühmt, sehr berühmt. Sehr gefährlich. Was ist hier los? Die Mauerbrecherin. Ja. Chekas Bruder ist auf Selbstmordmission. Er schafft den Aufstieg. Ich weiß es. Wohl kaum. Mein Bruder Pento ist zum Marsch der Zehen aufgebrochen. Für das Soldatenzeichen. Sie müssten längst fertig sein. Aber er ist noch nicht zurück. Jekka. Frieren denen nicht die Füßchen ab? Die sind ja halbwegs unbestofft da unten. Ich mag aber deren Bemalung. Würdest du mal beim Marsch nachsehen? Der Truppführer würde mich umbringen, wenn ich gehe. Und es soll niemand glauben, dass ich meinem Bruder den Aufstieg nicht zutraue. Denn das stimmt nicht. Verstehe. Ja. Der Weg ist deutlich markiert. Gleich am Wasserfall westlich von hier. Sehr schön. Wenn ich hinkomme, werde ich nachsehen. Vielen Dank. Ciao. Kakao. Nicht trödeln, Soldatin. Ich komme. Pento, ich komme noch nicht. Sei bitte in Sicherheit. Wo ist denn noch die andere Quest? Gesundheit, da niest aber jemand. Kann man da noch hoch? Kann ich hier was plündern? Kann ich hier was umbringen? Ehre. Was für ein Manöver. Vielleicht da drin? Erstmal Kisti einsammeln. Komm ich da rein? Nö. Die Laken halten mich auf. Ah, da niest wirklich einer im Dauerlauf. Ja, ich beschäme euch auch. Dafür bin ich ja da. Ja, die Fremde hat's euch gezeigt. Paar mehr Voicelines. Seriva lässt nicht locker. Sie besteht darauf, dass Kameradin... Wo ist ja ein Einhorn? In der Zehen flog.
Doch ich sage, sich an einen Sturmvogel zu hängen, ist nicht dasselbe. Eine Tenaktrit einen Sturmvogel? Sie ging hoch in die Luft, aber reiten... Vielleicht können wir nach dieser Nebenquest fliegen. Ha, du gibst es zu. Ihr redet über sie, als ob sie nicht mehr unter uns ist. Ist sie nicht. Als sie sich an der Maschine festhielt, ist sie mit ihr auf den Berggipfel geflogen. Ja, und? Der Sturmvogel kreist noch um den Gipfel. Doch Ferika ist fort. Sagt wer. Traurig, so zu sterben. Das stimmt. Wenn nur jemand die Bergspitze erreichen könnte. Eine Nichts leichter als das. Mit entsprechender Rüstung. Da oben hilft sie auch niemandem. Ich bin recht gut im Klettern. Ich krieg sie doch da nie vom Berg runter. Aber wenn du nicht mit Ferika darauf willst, gibt es keinen wirklichen Weg da hoch. Noch. Ja, noch. Der erste Flug, das machen wir sofort. In der Hoffnung, wir können dann wirklich Vögel besteigen. Neben. Erster Flug. Zweite Strophe, erster Flug. Ist das jetzt ein Auftrag? Das Fortdauern? Beuteverträge? Nee, Nahkampf? Rebellen? Außenposten? Reliktruinen? Langhilse? Hab ich gerade mit mir verwechselt. Weinende Klippen, warum nicht? Sammelobjekte. Willst du mich verarschen? Der erste Flug. Hallo? Karte, erster Flug. Gedenkein. Demeter. Marsch eines Soldaten. Oder ist das... Nee, das ist ja der Bruder, dem sie das nicht zutraut. Die Sintflut? Bauteile? Weinende Klippen? Rennbahn? Okay, vielleicht muss die sich erst... Hat sich sie jetzt vielleicht umgestellt? Komm schon. Der erste Flug. Ich bräuchte eine Suchfunktion. Ah, pausiert. Bis die Flügel der Zehen abgeschlossen ist. Ah. Vielleicht kann man nach den Flügel der Zehen fliegen. Samen der Vergangenheit und die Kühlrut. Was war Samen der Vergangenheit? Achso, die Mieter. Ist ja auch in der Nähe. In der Nähe. Rede mit dem Lehrmeister? Nein, danke. So, dann machen wir doch gleich die, die ist in der Nähe. Die trackt man nicht. Jo. Färberinnen-Outfit-Farben oder Gesichtsbemalung. Schauen wir mal, was die uns beide anzubieten haben. Wo ist die Färberin? Hey, Fremde. Möchtest du handeln? Ja, ich drück die ganze Zeit E. So, dankeschön. Achso, das ist nur das. Wir haben gerade dieses Outfit und... Naja, lass mal das mal. Ja, ein andermal. So, dann lassen wir uns das Gesicht mal wieder entweder reinigen oder wir nehmen noch eine andere, aber ich tue mich echt mit Gesichtsbemalung generell schwer. Ach, so brasilianisches Zeug hätte echt was, aber dann doch lieber unten rum. Ah, jetzt können wir das auch machen. Ah, das sieht so aus, als ob ich nicht wüsste, wie ich Erdbeer- oder Himbeereis esse und mich da komplett reingelegt habe. Wir machen keine Gesichtsbemalung. Jo, Tattoo-Entfernung, dankeschön. Finde ich dann doch schöner, wenn so ein Gesicht nicht vollgekleistert ist. Eine beeindruckende Tonvorstellung. Dankeschön. Das war eigentlich gar nicht so geplant. So, wie kommen wir hier raus? Ja, die Fremde wird dir gleich was ganz anderes zeigen. So, da können wir noch was herstellen. Aber wir haben eh keine Ausrüstung wahrscheinlich. Ich kann nicht wirklich was machen. Ja gut, ich könnte meinen Bolzenwerfer tatsächlich upgraden. Warum nicht? So gut war halt nicht. Nee, gut. Da braucht man noch mehr Grünglanz. Ja, sehr, sehr mutig. So. Und hopp, hopp. Erstmal zum Lagerfeuer. Würde ich sagen, das bietet sich doch an. Hui.
nicht ins kalte Wasser fallen. Oder wenn dann nur ein bisschen... Au, au, au. Meine Füße sind doch so kalt. Haben wir es geschafft. Sehr gut. Wie viel gibt die Quest eigentlich? Wir müssen ja jetzt nicht jede Nebenquest machen. 2 Fertigkeitspunkte. Ja, das würde 3 geben. Ach, die zweite Strophe war das, wo wir vor 2-3 Episoden kurz mal aus Versehen mit unserer Freundin da zusammengestoßen ist. Mensch, ist das ein schwarzes Schaf. Wieso hat er nicht geschossen? Jetzt hat er geschossen. Vielleicht konnte man das Fleisch nicht vergiften. Wieder ein Dickhorn. Das ist doch mein Spitzname. Nicht wegen meiner Penisgröße, sondern weil ich so dick bin. Na gut, da ist noch ein Rebellenaußenposten. Ich glaube, den machen wir zuerst. Ich muss so langsam mal was umschießen hier. Und Schafe befriedigen mich nicht mehr. Auf die eine oder auf die andere Weise. Noch ein Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Klingt doch gut. Feuer wird hier nicht. Wieso hat der denn Stufe 42? Quests, Außenposten. Und da ist noch was unbekannt. Ah, vielleicht sind es Metallblumen, die wir ja noch nicht aufsammeln können. Aufträge. Rebellenlager. Außenposten. Stufe 40. Auf Wiedersehen, Jungs. Ihr dürft euch selber ausschalten. Wieso sind denn die hier so pissig? Stufe 40 haben wir noch nicht. Nicht mal annähernd. Na gut, dann mach mal erstmal das hier. In der Hoffnung, dass es was bringt. Was bist denn du? Eine alte Skulptur. Ich werd nicht mehr. Die Kletterprüfung, die Jacka meinte, in der Nähe sein. Ich sollte nach ihrem Bruder sehen, wo ich hier bin. Ja, das ist eine Ziege. Könnte auch ihr Bruder sein. Finde den Außenpostenanführer. Nein, danke. Ich will doch die Quest machen. Bisschen bessere Umstellung wäre doch ganz gut. Klettere auf die Klippen. Das kriege ich noch hin. Nein, eine Lawine steht bevor. Hier wird doch lieber hinter mir. Hui. Vorsicht. Vorsicht. Aloy, du bist vorsichtig, oder? Ah, zur Not haben wir einen Gleitschirm. Dann wird man zumindest schön nach unten flutschen. Das bringe ich später einem Färber. Natürlich macht man das. Hui. Diese Tenakt sehen verletzt aus. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Mauerbrecherin. Ja, woher weißt du das denn? Wenn du den Arsch der Zehen sehen willst, dann hast du Pech. Den Arsch? Eigentlich suche ich nach einem gewissen Pento. Pento? Der arme Kerl war schon vor dem Sturm so gut wie tot. Na gut. Du gehst zu weit, Soldat. Wovon redet er? Der Junge, den du suchst, ist noch auf dem Berg, zusammen mit 2 anderen. Gut, da können wir nichts tun. Auf Wiedersehen. Als entgegen der Tradition, ohne Partner. Sieht schlecht für ihn aus. Und so leid's mir tut, so war es von Anfang an. Was soll das heißen? Was das Leben als Tenakt angeht, hat er dürre Ärmchen. Hin. Und jetzt? Wollt ihr einfach hier warten? Solltet ihr nicht Hilfe holen? In diesem Sturm jemanden zu finden, ist unmöglich. Sagt es nicht, ich schaff's bestimmt. Das werden wir sehen. Aber zuerst noch ein paar Fragen. Aloy, beruhig dich, wir haben keine Fragen. Ich könnte versuchen, dem Bergpfad zu folgen. Vielleicht finde ich Pento. Weiß nicht, warum die gerade so geladen war. Kletterer werden vermisst. Nur einer, die andere ist schon hier. Sika. Hör mal auf, rumzujammern. Wir waren beim Abstieg. Da kam eine Lawine. Wir wurden getrennt. Ich konnte nicht sehen. Ja, da muss man Augen aufmachen. Jemand muss da hochgehen. Ja, ich. Man sieht im Sturm kaum die eigenen Füße. Das ist in das Ordnung. Brauche ich auch nicht. Ich weiß, wie sie aussehen. Ich komm wieder. Bist du verletzt? Wenn der Sturm zu heftig wird, kann ich die Kletterer immer noch mit meinem Fokus suchen. Ich folge den Markierungen. Na gut. Sie führen mich zum Start. Ja. Auf zum Start. Erstmal rein mit dem Reinholz.
Oh ja, das braucht man. Es ist gut fürs Inventar. Und... ah, shit. Ziegen. Schafe. Vielleicht war ein gutes dabei. Das war's mit Schießen. Nein, das war's nicht. Wir craften nach. So. Schaf Nummer 1. Schaf Nummer 2. Oh, kein Fell dabei. Das waren diese typischen Nackedei-Schafe. Ich hab's gewusst. So. Ja, ein paar Klimper-Schlüssel. Und dann... na, das waren ja keine Heilpflanzen. Da bräuchte man aber auch noch zwei Stück. Ich bin auf dem richtigen Weg. Oh gut, das war der einzige Weg. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Steine nehmen wir auf jeden Fall nicht nochmal auf. Ihr wollt kämpfen? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Klingt, als ob jemand kämpfen wollte. Hirscher. Pirscherteile braucht man. Geh mal ein bisschen aus dem Weg. War's das schon? Au! Nee, war's noch nicht. Wer immer du bist, danke für die Hilfe. Jo, kein Thema. Komm schon, stirb! Helf, 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 helf! Vorsicht, Aloy! Der lebt ja immer noch. Jetzt ist er tot. Ich danke dir, dass ich mal was erschießen konnte. So. Ich heile mich nochmal hoch. Ja, das tut gut, die Stöcke ins Inventar zu schieben. Ja, wusste ich doch. So. Minenwerfer. Was hast du denn hier oben? Weiß ich doch nicht. Jemanden finden. Alles wer bist okay? du? Nicht wirklich. Aber geht schon. Deine Kletterpartnerin, sie sagte, eine Lawine hätte euch getrennt. Die hat bestimmt harte Nippel bei der Temperatur hier. Ja, die Lawine hat uns überrumpelt. Hat mich einfach mitgerissen. Erkenne ich jetzt so nicht. Ich dachte, das war's. Sehen relativ normal aus. Zog mich heraus. Außer, dass sie übermalt sind. Er riskierte sein Leben für mich. Hast du gesehen, schön. Wohin er ging? Nach oben wahrscheinlich. Auf die Klippe hinter dir. Er wollte den Aufstieg vollenden. Ich sagte ihm, das ist Selbstmord. Er war unbeirrbar. Vielleicht will er sich umbringen. Ja. Du folgst ihm doch nicht etwa, oder? Doch. Geh zu Vekata, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Mögen die 10 mit dir sein. Ja. Du mich auch. Jetzt mach mal ein bisschen schneller hier. Ich muss noch looten. Ich muss Pento finden, bevor ihm etwas zustößt. Achso, ich dachte, nachdem ihm etwas zugestoßen ist. Sehr gut, Aloy. Danke, dass du es nochmal klarstellst. So. Achso, das ist das Pfeilgewehr. Das brauche ich nicht. So, rauf auf die Klippen. Irgendwo. Hey, wo kommst du her? Hoff, du hast Fell. Sieht nicht so aus. Ah, doch. Oh, hat nur Haut gehabt. Na gut. Fast so gut wie Fell. Neuer Datenpunkt. Nochmal eine alte Skulptur. Das nehme ich mit. Wieso ist das denn legendär? Was kann ich damit machen? Bin ich blöd oder finde ich den Aufstieg tatsächlich gerade nicht? Ah, ich war blöd. Und hui. Hoffentlich sind die Griffelchen schön aufgewärmt. Ich stelle mir vor, dass der Berg echt ätzend kalt ist. Handschuhe wären eine gute Idee. Obwohl, dann kann man nicht mehr gescheit greifen. Das gar nicht erst zu machen wäre eine gescheite Idee. So. Kann mir mein Fokus Pentos Spur zeigen. Ja, bestimmt. Da ist sie doch. Das müssen Pentos Spuren sein. Ich denke auch. Einholen. Ach, das läuft schon, Aloy. Lawine große Teile des Kletterpfads zerstört. Ich sehe nichts. Also da. Ja gut, das passiert den besten Lawinen. So. Ich höre Schritte neben mir. Warum höre ich Schritte? Hallo? Der vermisste Soldat muss hier hochgeklettert sein. Kann ich nicht einfach rufen? Löst vielleicht eine zweite Lawine aus, aber trotzdem. Glaubt, es ist ein Mythos. Pento kam hier vorbei.
Der Pfad muss nach ihm eingestürzt sein. Vielleicht kann ich hinübergleiten. Ja, und wohin? Geschafft. Puh, das war knapp. Wiederfinden können. Ich schau mal doch mal. Pintus. Da ist sie. Pintus Spur führt auf diese Klippe, aber... Hey, vorsichtig mit den Steinchen. Der Berg ist instabil. Der kämpft doch wieder oben. Ich werde wohl nicht denselben Weg nehmen können. Aus dem Weg! Hoffentlich ich bin ist doch das gar Pento. Nicht im Weg. Hoffentlich? Ja, hoffen, dass er hier in Gefahr ist. Sieht aus, als bräuchte er Hilfe. Ach, das sieht doch ganz gut aus hier. Eine Freundin! Ja. Deine neue Freundin. Boah, was seid ihr denn für Maschinen? Also, ich weiß, was ihr für Maschinen seid. Haltet doch mal kurz still. Säurefalle. Haha, jetzt bist du sauer. Ich kann nicht, wenn die sich so schnell drehen. So, Mut. Mut antrinken. So, und jetzt haltet mal lang genug still. So, sehr gut. Nummer 1. Ja, atmen. Sehr gut. Hätte ihn beinahe mit ausgeschalten. Hier damit. Braucht man bestimmt die Teile. Was hat mich denn jetzt geskinnt? Was ist das? Hallo? Mein Scanner funktioniert nicht. Warum denn das nicht? Giftkapsel. Sehr giftig. Na gut. Dann schauen wir mal. Pento? Kennen wir uns? Nein. Vikata schickt mich. Wir müssen vom Berg runter, sofort. Nein. Ich kehre nicht zurück als Versager. Du bist kein Versager. Diese Blume um jeden Preis. Was für eine Blume? Ich weiß, wie es ist, wenn ein Stamm dich verachtet, aber... Dann verstehst du ja, wieso ich entweder den Gipfel erreichen oder dabei sterben will. Gibt doch noch so viel, wofür sich das Leben eigentlich lohnt. Was machst du da? Der Aufstieg soll doch zu zweit bestritten werden, oder? Ich bin deine Partnerin. Ich folge dir nach. Jetzt muss ich vorausgehen. Aloy, lass mich looten. Sieht aus, als ob der Pfad hier weitergeht. Ja, ich glaube auch. Danke schön. Heilende Biere und Beutel ist voll. Warum? Ja, aber wozu brauche ich Munition? Ich lasse das hier. Du kennst meinen Namen, aber ich nicht deinen. Nein, der hat was hier gelassen. Aloy. Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Warum nicht? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen. Weißt du, nicht jeder wird mit einem Schwert in der Hand geboren. Da sind Feuerbrüllrücken. Muss man das, um ein Tenak zu sein? Hiermit also kann ich die... allen das Gegenteil beweisen. Ja. Die Fertigkeitspunkte muss man sich hier schon verdienen. Was war das? Woher soll ich wissen, was war? Vielleicht nur der Wind. Und garantiert nicht. Sackgasse. Da ist nicht noch ein Kletterhaken vom ursprünglichen Pfad. Das war unglaublich. Dankeschön. Ich kenne diesen Baum. Dann erreichen wir den Kletterpfad. Baum umstoßen. Boah, bin ich stark. Einfach so. Wenn das so leicht ging, ist das bestimmt nicht stabil. Aloy, was machen wir da? Hallo? Keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Hier mit dem Kistchen. Schönes Zeug. So, dann muss ich auch hier rüber. Ach, hierfür. Wir sollten von dem Baum aus auf den Kletterpfad springen können. Du bist ja für alles ausgerüstet. Danke. Den Baum hatte ich nicht dabei. Klettern wir mal los. Aber ich kann mich ja mit meiner Umwelt so hier auseinandersetzen. Das habe ich noch nie gehört. Fast geschafft. Na, geht doch. Unfassbar, wir haben es geschafft. Ein Grauhabicht. Machen wir uns zum Gipfel auf. Das ist der Gipfel. Also noch nicht ganz. Nee, gut. Dann hier mit den Feuerbrüllrücken.
Da ist ja schon einer. Die erledigen wir. Und wo ist der Feuerbrüllrücken? Geht grad. Bevor du geht eigentlich grad. Die erledigen wir. Na los! Mach doch mal schneller. Da fliegt es. Wachstelle getroffen. Ja. Fallen sind echt nützlich. Starker Treffer. Dankeschön. Man gibt sich Mühe. So, Aloy. Triff mal was. Triff mal was. Bleib mal stehen, Kumpel. Mach doch sowas nicht. Kann ich ja drauf gehen. Da am Arsch bist du sehr empfindlich. Das bin ich auch. Sympathisches Kerlchen hier. Nachcraften. Vergesst immer nachzuschauen, gegen was er wirklich empfindlich ist. Er scheint Frost zu sein. Na komm schon. Komm schon. Mensch, wofür ist denn so eine Maschine gut? Hier, du brauchst Munition. Geht eigentlich. Geht eigentlich. Komm schon. Lass hier nicht so viel Zeit mit dem Sterben. Dankeschön. Den loot ich. Komm, hier lang, Aloy. Sogar eine gute Spule war da drin. Warte! Ja, muss doch noch looten. Was denkt ihr sich eigentlich? So wird das nie weit bringen in seinem Himmelsreiter-Clan. Dass ich jetzt aufgehoben? Nee, anscheinend ja nicht. So, Health-Item, Health-Item, Health-Item. Da geht's auch nach oben. Müssen wir hier weiter? Hallo? Oh, das sieht gut aus. Das ist doch gut genug. Und dann haben wir oben noch Brüllrücken. Also die Nebenquests sind gar nicht so einfach. Also nicht vom Schwierigkeitsgrad. Ich weiß, das macht wieder perfekt Sinn, was ich sage. Aber die sind schon aufwendig gestaltet. Man hat einiges zu tun. Das ist nicht nur geh kurz hier hin und schlacht die ab, sondern das gefällt mir. Gutes Questdesign und man muss sich die wirklich noch verdienen. Die Fertigkeitspunkte und die Questbelohnung. Wie kommst du denn da schon hoch? Hi? Der Sturm. Er lässt nach. Und? Wie fühlt sich dieser Erfolg an? Ziemlich großartig, das bedeutet mir alles. Sehr weißt gut. Du, viel Spaß auf dem Weg nach unten. Behandeln sie dich vielleicht nicht anders? Ich glaube, ich musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du solltest zurückgehen. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Der will bestimmt noch auf dem Berggipfel masturbieren. Das kann ich natürlich nachvollziehen. So, mein dann. Mein Schildflügel bringt mich bestimmt schneller zum Ende des Wegs. Ja, oh, ein Datenpunkt. Ist auch gut. Nee, da ist ein bisschen viel Sturm dafür da. Himmelsgleiter. Ui. Tja, schade, dass der wahrscheinlich beim Abstieg dann sterben wird. Ja, kann man nichts machen. Bei Rauf ist ja teilweise nicht so das Problem. Das sieht alles so friedlich aus. Ja, ziemlich friedlich hier. Was ist denn da hinten los? Tju. Aloy, pups mal ein bisschen. Wir brauchen Frontantrieb. Wir brauchen halt Antrieb. Die Thruster anschalten. Ja, dauert wohl noch ein bisschen. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Guck mal auf die Entfernung. Wir legen hier echt, echt guten Weg zurück. So. Wo ist Vikata? Was ist das für ein Vieh da unten? Ich sollte bald unten beim Vater kommen. Pento kann nicht weit zurück sein. Eine Eule oder sowas.
Hui. Oh, ich werde hier zu einem Eiszapfen. Da sind ja, ja alle. Das glaube ich auch. Aloy, hast du Neuigkeiten? Ja, er lebt. Aloy, du kehrst allein zurück. Wo ist er? Ist mein Bruder. Was soll denn dieses Gejammere, Jacka? Du bist jetzt Schwester eines... Wie hat der das so schnell geschafft? Was soll denn das? Hier ist die Blutkrone. Als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Der, ein Soldat, bitte. Blume hin oder her, wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzuräumen. Ha! Du Weichei. Dann sind wir hier fertig. Sehr gut. Dann gehe ich mal an Lagerfeuer. Mir ist echt kalt. Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren. Ja, das klingt doch sympathisch. Er ist süß. Geh schon. Ich komme nach. Hier. Zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen Und was ist das? Noch eine alte Skulptur? Wir sehen uns wieder, Pento. Tschüss, Pento. Was habe ich bekommen? Wieso sehe ich das nie, was ich bekommen habe? Oh, das ist auch nicht schlecht. So, ja, Außenpostenanführer vielleicht noch nicht. Unbekanntes Versänger-Areal. Das klingt doch nach mir. Wo ist denn dieser Versänger, von dem ich so viel gehört habe? Ja, da ist er. Hoffentlich ist der nicht aus Stufe 40 plus. Nur Maschinen Ü40 heute hier. Ja, Versänger. Ich hole mir erstmal Schaf. Und dann scanne ich. Wo ist er hin? Wo ist der Kollege hin? Ich höre ihn. Die Maschine ist schwach gegen Frost. Das bin ich auch. Stufe 30. Oh, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern, bis wir den haben. Egal, aus dem Hinterhalt wird angegriffen. Ja, du wirst versenkt. Oh, oh. Boah! Wart noch kurz. Falle muss ich aufstellen. Oh, oh, Steine. Also, down kriegt man sie, aber... Vielleicht nicht, bevor wir selbst draufgehen. Also, schön. Aha. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hier. Komm schon. Der hat mich, glaub ich, gleich. Komm. Fast. Fast. Oh, er liegt am Boden. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Hui. Oh, und dafür hat er nicht mal so gutes Zeug gehabt. Doch, hat er. Scan-Ohr. Nicht schlecht. Scan-Ohr-Hasen. Und hier mal seinen Minenwerfer. Warum nicht? Können wir sonst noch was aufheben, was Wertvolles von ihm? Ja, und da drüben haben wir was genau? Krokodile. Vielleicht können wir die auch noch ausschalten. Obwohl ich sehe gerade, wir haben wieder Episodenlänge eigentlich erreicht. Dann würde ich zum Lagerfeuer gehen und würde tatsächlich sagen, das war's schon für die Episode. Boah.
Hoffentlich ist das Lagerfeuer jetzt nicht da oben. Muss ich so weit laufen? Nee, da ist es. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Wie bist denn du? Ist egal. Bis zum nächsten Mal.